Vielen Dank nochmal für eure Hilfe, Varric. Seid ihr der Templer, der hinter dem jungen Feanwheel her ist? Ich wusste gar nicht, dass sein Name so bekannt ist. Vielleicht kennt ihr Ariani aus ihrer Zeit bei den Dalish. Wir kennen einander nicht alle. Es gibt viele Clans, müsst ihr wissen. Seid ihr mit ihm befreundet? Kennt ihr ihn? Wie ist er so? So wie seine Mutter ihn beschreibt, ist er wie alle anderen, die wir zum Zirkel bringen. Voller Angst wegen seiner Begabung, besorgt um den Verlust seiner Freiheit und überzeugt, er sei die Ausnahme von unseren Gesetzen. Also niemand, dem man die Macht wünscht, andere mit seinen Gedanken zu töten. Kein junger Mann sollte sich Dämonen alleine stellen müssen. Erstaunlich, welche Sympathien Magier auslösen. Man möchte eigentlich erwarten, dass die Leute eher Angst vor ihren Kräften haben, als von ihren Problemen berührt zu werden. Wenn wir Feanwheel nicht bald finden, ist das einerlei. Entweder raffen ihn die Dämonen hin, oder aber weniger mystische Raubtiere. Ich habe schon mehr als genug darüber gesagt. Die Sache ist Angelegenheit der Templer und wir kümmern uns darum. Vielleicht könnte ich euch bei der Suche helfen. Ja. Es ist nicht im Interesse des Jungen, wenn ich jeden abweise, der ihn suchen möchte. Es gibt einen Templer, früheren Templer, namens Samson. Er hat den Orden verlassen wegen philosophischer Differenzen. Er hilft Magiern, aus Kirkwall zu fliehen. Wenn Feanwheel bei ihm war, würde Samson mir das nicht sagen. Tagsüber hält er sich versteckt, aber nachts habe ich ihn schon gesehen in der Nähe des Zugangs zur Dunkelstadt. Ah, willkommen in Sols Geschäft, werte Freundin. Mein Name ist Solivitus. Seht euch bitte ruhig um. Verzeiht bitte, dass unsere Regale derzeit ein wenig leer sind. Wenn ihr interessiert seid, könnte ich ein wenig Hilfe gebrauchen, um Abhilfe zu schaffen. Wie kann ich helfen? Es ist derzeit zu gefährlich, die Stadt zu verlassen. Und die Substanzen für meine Kreationen gibt es natürlich nur woanders. Vielleicht könntet ihr sie für mich finden. Und keine Angst, ich würde euch eure Zeit natürlich vergüten. Außerdem dürftet ihr euch eine meiner neuen Kreationen aussuchen. Erstellt eine Liste mit dem, was ihr braucht, und ich werde danach Ausschau halten. Wunderbar. Ihr erhaltet Nachlass auf alle Waren, Sarah. Ich hatte nie die Gelegenheit, mich der Läuterung zu unterziehen. Die Kommandantin wusste, dass ich zu schwach dafür bin. Das hier gehört doch euch, wenn ich mich nicht irre. Redet nicht so damit herum. Ich meine, vielen Dank für diesen völlig alltäglichen Gegenstand. Ihr kommt aus Ferelden? Der Zirkel dort soll ja besser sein. Schwachköpfe auszuschalten, macht sich immer bezahlt. Vor allem, wenn es sich dabei um Schläge handelt, die die Straßen tyrannisieren, nur weil es dunkel ist.
Ich habe Karl erst vor wenigen Minuten reingehen sehen. Und bisher sind keine Templer in Sicht. Seid ihr bereit? Ich habe hier draußen nichts Verdächtiges gesehen. Beeilen wir uns. In Ordnung. Ich übernehme das Reden. Ihr haltet die Augen nach Templern offen. Anders, ich kenne euch zu gut. Ich wusste, dass ihr niemals aufgeben würdet. Was ist mit euch? Warum redet ihr wie ein... Ich war zu aufmüpfig, genau wie ihr. Die Templer erfuhren davon. Sie statuieren ein Exempel an mir. Nein. Wie sollten Magier sich sonst selbst kontrollieren? Eines Tages werdet ihr verstehen, Anders. Sobald die Templer euch lehren, euch selbst zu kontrollieren. Das ist der Abtrünnige. Nein! Ihr werdet nie wieder einem Magier antun, was ihr ihm angetan habt. Was habt ihr getan? Es ist, als hättet ihr ein Stück des Nichts in diese Welt gebracht. Ich hatte schon vergessen, wie sich das anfühlt. Ich dachte, die Besänftigten wären für immer vom Nichts abgeschnitten. Als Besänftigter denkt man nicht mehr an das Leben davor. Aber es ist, als wäre das Nichts höchst selbst in Anders. Es brennt wie die Sonne. Bitte tötet mich, bevor ich wieder alles vergesse. Ich weiß nicht, wie ihr es zurückgebracht habt, aber es schwindet bereits wieder. Karl, nein! Vielleicht finden wir ein Heilmittel. Kann man eine Enthauptung heilen? Die Träume besänftigter Magier sind abgetrennt. Es ist nichts übrig, das man heilen könnte. Lieber als Magier sterben, denn als Marionette der Templer leben. Meine Schwester sagt, der Tod sei dem Dasein als Besänftigter unbedingt vorzuziehen. Gebt ihm Frieden. Ich bin zu spät gekommen. Es tut mir leid, Karl. Es tut mir so leid. Jetzt! Es schwindet! Warum seht ihr mich so an? Lebt wohl. Wir sollten gehen, bevor noch mehr Templer kommen. Ihr habt soeben keine normale Magie gewirkt, richtig? Das ist schwer zu erklären. Ich habe in Amaranthine einen Geist der Gerechtigkeit getroffen, der außerhalb des Nichts gefangen war. Wir wurden Freunde, und er hat erkannt, welche Ungerechtigkeit den Magiern in Thedas tagtäglich angetan wird. Und das ist anders als bei einem Dämon? So wie Dämonen sich an den Todsünden der Menschheit laben, gibt es auch gute Geister, die unsere Tugenden verkörpern. Geister des Mitgefühls, der Tapferkeit, der Gerechtigkeit. Sie sind die ersten Kinder des Erbauers, und sie haben uns schon fast aufgegeben.
Was hat das alles mit euren leuchtenden Augen zu tun? Um außerhalb des Nichts zu leben, brauchte er einen Wirtskörper. Ich habe ihm eine Hilfe angeboten. Wir wollten zusammenarbeiten und Gerechtigkeit zu jedem Kinde bringen, das je seiner Mutter entrissen und in den Zirkel geschickt wurde. Aber ich hatte wohl zu viel Zorn. Sobald er in mir war, da veränderte er sich. Und jetzt lebt dieser Geist der Gerechtigkeit also in eurem Kopf? So ist es nicht. Er ist jetzt fort. Er ist ein Teil von mir. Wir können zwar nicht... Es ist kein Gespräch. Ich spüre seine Gedanken, als wären es meine eigenen. Nicht einmal der größte Gelehrte könnte euch sagen, wo ich ende und er anfängt. Von meinem Standpunkt aus betrachtet, sah das nicht nach einem fröhlichen, wohlmeinenden Geist aus. Seit wann ist Gerechtigkeit fröhlich? Gerechtigkeit ist rechtschaffen. Sie ist unverrückbar. Aber mein Zorn, wenn ich jetzt Templer sehe oder andere Dinge, die mich immer wütend gemacht haben, gegen die ich aber nichts tun konnte, er kommt heraus. Und dann ist er nicht mehr mein Freund Gerechtigkeit. Er ist ein Instrument der Rache und er kennt keine Gnade. Kann Gerechtigkeit je von euch getrennt werden? Ich glaube nicht. Ein Geist löst sich nur dann von einem lebenden Wirt, wenn dieser stirbt. Ich habe diesen Fluch selbst auf mich geladen. Meine ganze Hoffnung ruht jetzt darauf, ihn zu kontrollieren. Das erklärt also eure imposante, malträtierte Erscheinung. Vielleicht sollte ich öfter in den Spiegel schauen. Ich hätte nie gedacht, je eine Frau zu treffen, die über das hinwegsehen kann, was ich soeben erzählt habe. Meine Karten gehören euch. Und ich auch, falls ihr meine Anwesenheit bei eurer Expedition wünscht. Ich dachte, ich hätte mit den Grauen Wächtern abgeschlossen. Aber wenn ihr meine Dienste braucht, findet ihr mich hier.